Und dieses Beta-Wochenende kann zurzeit von allen gespielt werden, die das Spiel vorbestellt haben. Also ich glaube, es kostet bei GamesPlanet, meinem Partner, aktuell knapp 33 Euro, wenn ich mich recht entsinne. Und man bekommt halt am Ende dann das, ja, das Hauptspiel, plus dass man halt diese Beta-Wochenende mitmachen darf, wie zum Beispiel heute 5 GB zum Runterladen, nur um den Achterbahn-Bausimulator zu nutzen. Weil mehr ist es halt, wie gesagt, noch nicht. Aber ich muss sagen, der Bausimulator zeigt schon mal, was sie gelernt haben zum früheren Rollercoaster Tycoon. Bitte verwechselt übrigens das hier nicht mit Planet Coaster World, ist es, glaube ich, ne? Oder Planet Coaster Tycoon World. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, weil es gibt ja noch ein anderes Coaster-Spielchen, beziehungsweise Parkbauspielchen, und zwar von den Machern von Elite, von Frontier Development, wo ja letztendlich die auch die eigentlichen Produzenten sind. Wir sehen schon mal, das ist unser abgesteckter Bereich, wo wir jetzt bauen dürfen mit unendlich Geld, und das ist unser Park-Entrance. Wo im Moment, ich glaube, das sind zwei Parkmitarbeiter, das sind im Moment noch Platzhalter. Die sind durchsichtig, kann man noch nichts machen. Es ist alles in, ja, es hat lustigerweise ein Halloween-Design mit Halloween-Figuren oben drauf, weil es ist ja auch Halloween heute, beziehungsweise morgen, heute auf morgen. Und dann kann man schon mal ein bisschen schauen. Man kann zum Beispiel so German Posts bauen am Rand, wenn ich das richtig sehe, von Straßen. Sieht man schon mal so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Es gibt hier Mülleimer, um die an die Straße zu knallen, in unterschiedlichen Designs. Das kennt man ja alles auch vom eigentlichen Rollercoaster. Oder man baut hier so Bänke dran. Es gibt auch wieder Fences, um halt Spiel und Spaß in seine Welt reinzubringen. Oder hier so eine Robin-Statue. Oder das ist die Statue, halt die wahrscheinlich späteren die späteren Kostüme für die Entertainer, denke ich mal, geht da das drin. Dann haben wir hier so ein Radarkommunikationsding. Das ist natürlich alles nur Sachen, um so eine Themenlandschaft zu bauen und letztendlich die Sachen da rein zu pfeffern. Übrigens, hier sehen wir jetzt gerade, wir können, wenn wir Shift halten, Moment, jetzt bin ich gerade, genau, wenn wir Shift halten und das Mausrad benutzen, rechts unten ist diese Information, Shift und Maus, können wir das Objekt drehen in die Richtung, wo wir wollen und das dementsprechend setzen. Hier sind auch schon die Halloween-Kürbisse drin, die wir dann überall setzen könnten. Es wird immer schön angezeigt, welche Gradzahl wir das gerade haben. Es gibt ein schönes Atari-Logo zum Setzen. Und auch schon ein paar Hintergrundgeräusche von den Besuchern, die jetzt hier vorne rumlaufen, die aber aktuell halt auch nur Platzhalter sind. Können unzählige Blumen setzen, wie wir wollen. Und so weiter und so fort. So, Bäume gibt es natürlich auch. Muss jetzt nicht schön sein. Ich will nur einmal kurz zeigen, welche Sachen es schon gibt. Und es gibt auch diesen schönen Springbrunnen. Wo wir gerade sehen, wir haben jetzt eine zweite Option. Und zwar, dass wir ihn hoch oder runter setzen. Ist natürlich hier so eine Sache. Ja, jetzt steht der hier auf so einem Baukonstrukt. Weil wir gesagt haben, wir wollen ihn doch ein bisschen höher gesetzt haben. Scheint aber auch noch Placeholder zu sein. Und dann können wir bestimmt später noch so Rampen da hochbauen. Aber bulldozen wir erstmal ein bisschen weg, weil das meiste davon benötigen wir ja gar nicht. Jetzt lassen wir das Atari-Zeichen und den Baum da stehen. Jetzt gehen wir zu dem eigentlichen Kernpunkt dieser anfänglichen Beta. Wir werden erstmal einen Straight Pass machen, also beziehungsweise Boden, beziehungsweise einen Weg bauen. Dann könnt ihr schon mal sehen, es gibt unterschiedliche Größen vom Weg, Medium und Large. Dann denke ich mal, man kann später ganz gut die Wege vielleicht auch noch upgraden oder anders ausbauen, damit man halt den Hauptstrom der Besucher reinkriegt. Dann können wir halt mit Shift die Straße ein bisschen anheben. Da sehen wir aber gerade, der sagt, die Kurve ist ein bisschen schlecht dafür. Das kann natürlich daran liegen, dass wir von der kleinen Straße zu einer großen Straße wechseln. Oder vielleicht ist das Tool noch nicht 100% dazu fähig. Es gibt unzählige unterschiedliche Bodenbelege. Zum Beispiel so ein Science-Fiction-Hexafield. Aber wir machen jetzt erstmal den normalen. So. Und setzen den darunter. Das gleiche können wir halt mit Curved Pass machen. Jetzt gucke ich mal eben. Genau, dann guckt man. Es ist so wie aus SimCity da. Man gibt den Winkel an oder bei City Skylines und hat dann halt eine kurvige Straße, die man ausbauen könnte.
Aber, und Queues sind übrigens Warteschlangen. Da gibt es im Moment nur die normale und die Science-Fiction-Warteschlange. Das Ganze sieht dann so aus. Übrigens, grafisch sieht es echt süß aus. Es gibt auch einen Tag-Nacht-Wechsel schon, seht ihr gerade. Dann gehen hier richtig schön die Lichter an. Also eine ganz gute Qualität. Aber es kommt wirklich darauf zu dem, was jetzt das Interessante ist. Wir können schon den Coaster-Builder nutzen. Also wir haben zum Beispiel Wooden Coaster, Hyper Coaster, Stand-Up Coaster, Drive Coaster, Floor-Coaster. Ich glaube, das sind ohne Boden, wo man oben eingehangen ist. Dann gibt es den Flying Coaster, Inverted Coaster. Also ich glaube, dann ist man verkehrt rum. Beschleunigungscoaster, Wing Coaster und Blueprints später mal, wo wir halt unsere Coaster abspeichern können und dann immer wieder neu bauen können. Jetzt werden wir erstmal den Wooden Coaster ausprobieren, weil ich denke mal, der ist relativ einfach zum Zeigen und auch zum Bauen. Deshalb, wir werden jetzt einen Custom machen. Erstmal kommt hier dieses, ja, Konstrukt, das ist nämlich das Startbauding. Da sieht man schon mal, wie riesig die Coaster letztendlich werden. Ob man das gut findet oder schlecht, sei jedem mal selbst überlassen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Da ist der Entrance und da ist das Exit. Seht ihr da an der Seite. So, dann setzen wir es da hin. Hier ist übrigens dann der Anfang vom Bauen. Jetzt zeige ich euch erstmal, es gibt unterschiedliche, ja, Einstellungen. Zum Beispiel Spezialisierung. Das ist dann so ein Special-Track-Stück, was man einsetzen kann. Was schon vorgefertigt ist. Das sieht dann in etwa so aus. Wir können den Train auswählen und dann können wir nämlich wirklich auch von... im Moment nur auswählen zwischen diesen Logen. Beziehungsweise man kann hier so eine Loge haben. Das ist, glaube ich, zeig dich mal besser. Genau. Wie die Wagen halt dargestellt sind. Das sind vordefinierte. Man kann aber auch, wenn ich das richtig gesehen habe... Ne? Den. Und ganz vorne ist die Lok. Könnten wir aber auch in eine Loge umwandeln. Dann haben wir halt keine Lok vorne und man kann überall gleich gut gucken. Und wir können weitere anhängen. Dann wird die Bahn ein bisschen länger und wir können mehr Leute reinpfeffern. Und wir können die Colors der Bahn auch schon verändern. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachschauen. Wir haben hier, genau, das ist die Einfärbung. Aber ich glaube, das können wir noch nicht gerade, weil... Lasst mich nicht lügen. Wir noch nicht die Strecke bebaut haben. So, hier ist natürlich der typische Test. Im Moment geht der Test einfach ins Nix. Fällt runter, aber es gibt keine Strecke. Es gibt halt nur den Startposten. So, jetzt gehen wir mal wirklich zum Track rüber. Man sieht halt, es gibt erstmal einen Standard-Track. Da passiert eigentlich nichts Besonderes. Es gibt den Track für Chainlift. Also da sind halt die Ketten drin, die halt die Bahn hochziehen. Es gibt Brakes. Und es gibt Block-Brakes. Und Block-Brakes bringen halt den Train wirklich zum kompletten Stoppen. So. Jetzt klicken wir erstmal das Stück an. Dann werde ich Chain machen. Wir können den Chain-Speed einstellen. Also wie schnell die Ketten den Zug hochziehen. Und dann können wir anfangen, hier unsere Strecke zu bauen. Übrigens, na? Ich muss von da aus gehen. Will er gerade nicht, so wie ich will. Na, komm. Ich will weiter dran rumbauen. Nein. Lass mich arbeiten. Oh, tut mir leid. Es ist halt noch eine sehr frühe Beta. Na, komm, weg damit. Weil ich jetzt gerade irgendwie die Möglichkeit verloren habe, das zu bauen. Und die Bahn hier auf dem Boden anscheinend festsitzt. Muss ich mal eben eine andere hochziehen. So, jetzt sind wir wieder vernünftig im Ding drin. Alles sehr frei. Ihr seht, rechts unten haben wir die Möglichkeit, zum einen die Bahn zu drehen. Halt auch wieder Shift halten, einfach die Maus drehen. Dann geht das halt in, nach links und rechts jetzt bei, wenn wir die 2 ausgewählt haben. Bei 3 können wir um die eigene Achse drehen. Halt, um Kurven vielleicht schärfer zu machen und so weiter. Und bei 4
können wir halt solche Bögen fahren. Zum letztendlichen. Was wir jetzt aber erstmal machen wollen, ist, dass wir wirklich, na? Ich muss es mal eben wieder auf Null setzen. Beziehungsweise hier war es, glaube ich, irgendwie 90 Grad. Fehlt auch noch so ein bisschen, dass man wirklich, dass wir vielleicht zurücksetzen kann. Ah, jetzt ist gut zurückgesetzt. Aber es bleibt jetzt wieder beim selben Fehler, dass ich hier vorne das Ding nicht ansetzen kann. Ah, jetzt ist es richtig. Gut. Was brauchen wir als erstes? Wir brauchen erstmal Höhe bei einer Holzachterbahn. Also gehen wir schöne 20 Meter hoch. Haben unser erstes Stück hier schon gebaut. So, dann bauen wir. Eine Kurve hoch auf 25 Meter. So, jetzt können wir auf den normalen wechseln, weil natürlich so eine Achterbahn, die muss ja auch mal runtergehen, ne? Deshalb lasst mich ruhig hier den Absturz machen. 21 Meter, wir sehen übrigens da unten immer, schwarz geht halt so überhaupt nicht, gelb ist dann schon excited und rot ist dann, wäre schon kacke, wenn die so einen Move machen. So, dann drehe ich in die Kurve rein. Dann sehen wir können auch ganz gut über andere Gebäude drüber bauen. Das ist in etwa so, wie ich es auch haben wollte. So, nächste Möglichkeit. Bitte wieder ein bisschen runter. Ich baue jetzt wirklich eine ganz simple Achterbahn und hoffe, es funktioniert einfach ganz gut. Ich finde, das Tool ist so dynamisch, dass bestimmt viele, sagen wir mal, aktuelle Achterbahnen, die irgendwo gebaut sind auf der Welt, damit echt super nachgebaut werden können. Also wirklich was für Tüftler in Zukunft. Die dann sagen, boah, guck mal, wie geil es ist und man kann hier super unten durchbauen, also kann wirklich auch die Höhen nutzen, beziehungsweise den ganzen Bereich, kann sehr schöne verschachtelte auch Achterbahnen dann bauen. So, dann bauen wir doch hier noch ein Stück weiter. Ich drehe die jetzt einmal komplett, dass den Herrschaften das Essen aus dem Gesicht rausfliegt. So, dann gehen wir hier wieder runter auf 270. Können hier auf langer Strecke runter auf den Boden der Tatsachen. Jetzt gucke ich gerade, es ist... Achso, ja, weil ich gesagt habe, der soll dann wieder ein bisschen gerade werden, ne? So, und jetzt werden wir hier... einen Bereich machen, wo das ein bisschen abgebremst wird. Und dann ziehe ich das Ding wieder hoch. Dann geht es nämlich auch in die zweite Runde. So, schöne Kurve.
Moment. Ich ändere es mal in Standard-Track. Ja, er mag es gerade nicht so wie ich. Das ist natürlich auch eine ganz fiese Nummer, wenn man sowas bauen würde. Ich lass mal eben nochmal los. So, jetzt bauen wir nochmal. Dann können die erstmal ein bisschen Schub aufnehmen. Dann können wir auch ein bisschen... ein bisschen reindrehen wieder. Man kann übrigens auch die Achterbahn einfach in den Tod schicken. Das habe ich gerade nicht vor. Das ist dann unser eigener Schlangenlinienbereich. Dann schicken wir unsere Herrschaften wieder weit runter. Mein Gott, ich will gar nicht wissen, wie viel die Achterbahn letztendlich im Originalspiel kostet. Wir wissen ja noch, früher war es echt teuer, die Achterbahn aufzubauen. So, so sieht es erstmal aus. Sehr schöne große Holzachterbahn. Ich merke auch gerade, die Performance leidet ein bisschen. Und hier hat er mir ein Loch gemacht in die Konstruktion, obwohl das nicht benötigt wird. Ja, was macht man als nächstes? Man macht eine kleine Testfahrt. Jetzt gehen wir erstmal an den Zug nochmal ran. Der kann natürlich auch erstmal so bleiben. Jetzt können wir mal eben schauen, wie das mit den Colors ist. Obwohl ich glaube, aktuell können wir es einfach noch nicht anpassen. Coaster and Track. Oder es ist bei der Holzachterbahn so, dass es nicht möglich ist, die wirklich anzupassen. So, testen wir das Ding einfach mal. Da kommt die gute Bahn an. Was mir hier noch ein bisschen fehlt, ist, dass die Results damit drin sind. Jetzt sag nicht, die kommt den Weg da nicht hoch. Ja, ich weiß auch warum. Weil komischerweise ist da keine Kette verbaut gewesen. Und ihr habt jetzt schön gesehen, dass man sogar im Nachgang noch die Strecke so ein bisschen verziehen kann. Beziehungsweise auch noch ausbauen. Man sieht halt die Zwischenbauschritte. Upsala, ich will gerne... Gibt's eigentlich nicht... Ich glaube, man kann noch nicht im Fahrzeug mitfahren. Was man machen kann, ist die Freecam einschalten. Ah, guck mal, wie die Bahn da leuchtet. Man hört schon das Klackern.
Und gleich sehen wir, ob die Bahn funktioniert oder ob alle Fahrgäste dem Tod geweiht sind. Auf jeden Fall haben sie erstmal einen schönen Ausblick. Oh, Fail. Da fällt die Bahn weg. Komm runter da. Dann machen wir auch hier einfach ein normales Stück dran. Dann startet die Abfahrt ab da. Ich hätte eigentlich gedacht, es funktioniert. Ich beschleunige mal ein bisschen, bis die hier oben ist. So, jetzt geht's los. Ich kann euch leider nicht sagen, wie schnell die Bahn dann letztendlich ist. Aber anscheinend bleibt die hier auch hängen. Runter mit dir. Wobei ich gar nicht genau sagen kann, warum. Ich finde es auch vor allem ganz knuffig, dass unten die ganzen Dinger die ganze Zeit liegen bleiben. Aber beim Testgelände von Achterbahn, da liegen immer lauter Waggons rum. Und wechsel zur anderen Seite. Abgebremst, wieder aufziehen lassen. Boah, ich hatte schon so richtig Bock, damit zu fahren. Ich hoffe, es kommt zum finalen Spiel wirklich eine Perspektive aus der Bahn heraus. Ja. Runter mit der Bahn. Aber das Problem hatten wir hier hinten auch. Wahrscheinlich ist es einfach zu hoch. Ich lasse sie mal einfach ein bisschen Speed geben. Obwohl, Moment, Moment, Moment. Dann machen wir es erstmal so. Jetzt ziehen wir das Stück rüber. So, dass wir eine relativ feine Verbindung kriegen. Na komm, grün muss sie schon sein.
Beziehungsweise gelb, meine ich. So, ziehen wir den ein bisschen runter. Und den ein bisschen rüber. Okay, da können wir gerade nichts verändern. Ah, ich bin aus dem Bauding rausgegangen. Egal. Ich teste es mal, vielleicht klappt es ja diesmal besser. Vor allem sehr geil. Die Bahn fährt mehrere Tage. Verdammt. Ich glaube, ich habe die Bahn zerstört. Weil er lässt mich gerade nicht an den Sachen arbeiten. Und so haben wir einfach 18 Millionen Sachen auf dem Boden liegen. Immerhin gibt es eine Physik. Eine Physik, die im Moment sagt, dass meine Bahn kacke ist und deshalb nicht läuft. Und dann einfach stehen bleibt. Warum nicht? So, abbremsen und hoch mit dir. Komm, komm, komm. Speed, speed, speed. Da kommt sie in die Zielgerade. Sehr schön. Und die Bahn fährt wirklich einmal durch. Und bleibt stehen. So, Safety. Ultra extrem. Noch sehr ultra extrem. Intensity 0, sagt aber trotzdem ultra extrem. Und 0,93 Excitement ultra extrem. Da gibt es wahrscheinlich die Abstufung noch nicht, die man braucht. Ja, aber sie fährt, auch wenn die Leute davon nicht begeistert wären. So, jetzt gib mir mal einfach den normalen Weg. Was mir hier übrigens fehlt, ist auch irgendwie so eine... Also, falls die Entwickler über dieses Video stolpern, es fehlt mir ein wenig die Möglichkeit, da wirklich, beziehungsweise so eine feste Geschichte zu machen draus. Wisst ihr, was ich meine? So wie bei City Skyline, dass man halt sich an so einem Schemata noch bewegen kann. Man muss es nicht, aber man kann es. Man kann ja frei bauen oder es einfach gerade machen. Weil ich bin ja jemand, der neigt dann schnell dazu, alles ungerade zu bauen. Beziehungsweise, ja, irgendwie zu verkacken.
Mein Gott, $10 für eine Fahrt.